Hallo Leute, es geht weiter mit Return to Mysterious Island. Wir sind immer noch gestrandet auf der Insel und ja, ich bin anscheinend genau richtig hier an diesen Stacheldingern, denn die sollten mir tatsächlich irgendwie dienen für meine Angel. Aber ich weiß noch nicht genau wie, hab mich aber erkundigt und deswegen probiere ich jetzt einfach mal hier alles aus. Das ist es anscheinend nicht. Vielleicht einfach nur das Teil? Jawohl. Jawohl, warum nicht gleich so? Ja, komisch. Dünne Ranke. Die kann ich jetzt aber nicht hier einsetzen. Kann ich die aber vielleicht noch bearbeiten? Das ist doch die dünne Ranke, die ich jetzt bekommen habe, oder? Oder nicht? Ja, ich habe sie doch jetzt eingesammelt. Ja, genau. Ja, was mache ich mit der denn jetzt? Dünne Ranke. Die verbrennen wir ja auch, Quatsch, ne? Ja, ich dachte jetzt, dass, ja, die einfach einsetzen geht, aber anscheinend nicht. Kann ich das irgendwie kombinieren? Vielleicht mit einem Stein? Nee, auch nicht. Ja, ich hätte ja gedacht, so Stachel ab und aus die Maus. Ich versuch's mal mit dem Feuer, auch wenn das Quatsch ist. Ist Quatsch, ne? Ja, ist Quatsch. Hä, was mache ich denn jetzt mit der? Ich weiß nur, dass es mir helfen soll, die Angel zu vervollständigen. Jedenfalls hoffe ich das. Nicht, dass ich mich verlesen habe. Aber ich will mich halt auch nicht immer so spoilern. Deswegen lese ich nur so ein bisschen immer. Und wenn ich so einen Anfangs-Starthilfe habe sozusagen. Aber, ja. Ach, Moment, die sind ja hier drinne. Oh, ich verstehe das Menü nämlich nicht. Ich denke die ganze Zeit, die dünne Ranke ist das, was wir eingesammelt haben. Akaziendorne. Die müssen es ja dann sein. Auch nicht. Müssen die vielleicht noch bearbeitet werden? Ich denke die ganze Zeit die dünne Ranke, dabei habe ich das Ding hier drin. Ich bin auch schlau. Nicht. Nichts geht davon. Vielleicht. Die Hitze des Feuers verbiegt die Akaziendorne. Warum? Was auch immer. Tada! Ich hab eine Angel. Sie haben in der Hand. Bla bla. Gegenstand kombiniert. Angel. Gut. Und der gehen wir jetzt auf jeden Fall raus. Oh, hier bin ich falsch. Ich muss zurück. Hey, wie cool ist das? Wir haben eine Angel. Hey, hey. Wo sind die Fischis? Da. So. Benutzen. Gefundene Gegenstände. Fisch. Natürlich habe ich einen Fisch jetzt. So, und den essen wir am Feuer, ne? Also, das würde ich jetzt jedenfalls tun. Da ist unser Feuerchen. Schwupp. Nom, 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 nom. Geht's dir jetzt endlich gut? Gut genug? Oder immer noch nicht? Ich hoffe, sie ist jetzt endlich mal gesättigt genug. Diesen blöden Baum wegzunehmen. Ich muss diese Stämme bewegen, um vorbei... Das ist doch nicht dein Ernst. Ich muss... Dann nimm dieses komische Seil. Ich muss diese Stämme bewegen. Ja, und dann tust du das da ran. Oder hier ran, an diese Dinger. Da kann man nämlich auch irgendwie was bauen. Aber anscheinend nicht damit, sondern mit irgendwas anderem. Ach Gott, ja, soll ich jetzt noch mehr Fische fangen? Geht denn das überhaupt? Weil sie ist ja fast satt jetzt, ne? Jetzt hat sie eigentlich fast genug gehabt. Aber es gibt jetzt hier keine Fische mehr, oder was? Ja, toll. Keine Fische mehr im Wasser. Witzig. Ja. Da lebte ein Fisch drinne. Das war der einsame Fisch. Silbermünzen. Und die Algen kann man nicht auch essen? Ich glaube, da hatte ich auch schon alles ausprobiert. Was ist mit denen? Geschälte Kokosnuss. Warum kann man da nicht draus trinken? Vielleicht kann sie sich einen Halm bauen. Oder so. Stachel. Das wäre doch eigentlich... Erst mache ich ein Loch rein, um die Milch zu trinken. Jawohl. Dann
hole ich das Fruchtfleisch raus. So wird nichts verschwendet. Jawohl. Ich habe genug gegessen. Mir geht es gut. Ich sollte die Insel erkunden. Das wollte ich schon die ganze Zeit tun, die Kokosmilch trinken. Aber irgendwie, ja. Weiter geht's. Wahnsinn, habe ich es jetzt endlich geschafft? Ja, endlich kann sie die Dinger wegnehmen. Oh, wir sind oben. Oh oh. Hallo? Schon wieder dieses Geräusch. Ja, wie komisch. Da, will ich da wieder hin? Nee, dann komme ich wieder zurück. Bin ja froh, dass wir endlich weitergekommen sind. Hallo? Wo geht's jetzt hier raus? Hä? Kannst du bitte wieder nach da oben gehen? Danke. So, dann gehen wir hier mal weiter, oder? Wir gucken erstmal hier genau nochmal uns um. Dann gehen wir mal hier hin. Rauch? Vielleicht wohnt dort drüben jemand. Oh. Dann gehen wir da mal hin. Es ist nur Dampf aus einer heißen Quelle. Hier wohnt wohl doch niemand. Ja. Dieses schweflige Wasser kocht. Ich kann es nicht trinken, aber ich könnte etwas damit erhitzen. Wir können uns einen Topf vielleicht ja machen. Zunderschwamm? Nee? Irgendwas, ja, pack das mal wieder zurück. Das, vielleicht das Ding hier, die Kokosnuss. Wenn wir die noch ein bisschen mehr aushöhlen. Ach, unser Kokosfleisch. Jawohl. Gut. Gut. Dieses schweflige Wasser. Ja, was erhitzen und so. Ich weiß nicht. Hier geht's auch noch mal weiter. Oh, was haben wir denn hier? Eine Schlange. Oh nein, hoffentlich tut die mir nichts. Ich muss das Tier wegbekommen, ohne es dabei zu töten. Ohne es zu töten? Angeln wir die? Kadaver? Alles so sinnlos irgendwie. Das Messer direkt. Das macht sie nicht, ne? Auch das nicht, oder? Nee. Wir brauchen eher sowas wie, ja, weiß ich nicht. Köder? Eine Falle bauen? Vielleicht können wir irgendwas miteinander kombinieren? Hm. Ich weiß nicht. Geldmünzen. Die Algen vielleicht? Vielleicht können wir was bauen. Hier kann man nämlich auch was mit den Blättern machen. Weiß ich nicht. Weiß noch nicht, wie ich die Schlange fangen kann. Muss ich mir nochmal überlegen. Die Musik ist voll toll. Ist voll schön. Ich habe mir das gar nicht so schön vorgestellt. Ja, und unsere heiße Quelle. Ja, vielleicht die heiße Quelle auch als Falle benutzen, aber das wäre ja auch irgendwie wie töten. Nee, das kann nicht richtig sein. Was ist denn, wenn man hier hingeht? Irgendwie Bienen oder so. Was ist das? Das ist eine Fliege an einer toten Ratte. Können wir die nicht nehmen? Können wir die pflücken? Die Beeren? Hm. Ja, was sollen wir mit den Kokosnüssen? Können wir da hier irgendwie rumstochern oder so mit den Dingern? Nee. Ich weiß noch nicht, was wir hier machen können. Kann mir aber vorstellen, dass der Kadaver als Köder gut dienen könnte für die Schlange. Um da hochzukommen, müsste man ein Affe sein. Ja, oder wir bauen uns irgendwie mal was. Zum Beispiel ach, dieses Ding haben wir nicht. Doch, haben wir hier. Das? Kannst du das nicht daran tun? Die Angel daran. Wie kriegen wir denn diese Maus eingefangen oder Ratte, die da liegt? Ich weiß auch nicht. Um da hochzukommen. Ja. Hm. Und dann sind da auch noch diese Beeren hier irgendwie. Aber sie visiert das auch gar nicht an irgendwie. Das ist auch komisch. Wo kommen wir denn jetzt her? Da. Dann gehen wir mal hier lang. Hier waren wir noch nicht. Ach, Blümchen.
Schöne Blumen. Ja. Können wir denn mal machen? Da kommen wir her. Ach, die Blumen. Die Blumen. Da werden wir auch gerade nichts machen können, nehme ich mal an. Auch nicht mit dem Messer. Irgendwie können wir gerade nicht viel machen. Oh, doch. Hibiskus ist sehr widerstandsfähig. Aus den Fasern kann man prima Seile anfertigen. Ach was. Na gut. Dann gehen wir mal mit dem Seil da an das Ding. An den Mast hier. Das geht aber nicht. Das ist ja ärgerlich. Hätte ich jetzt gedacht, dass sie sich da irgendwie... Ja, vielleicht ist die Taktik auch falsch. Das hier rüber spannen. Das irgendwie rüber schwingen. Oder mit einem Stein. Dass man das... Geht alles nicht. Schade, schade. Menno. Können wir die Schlange einfangen? Mit dem Seil. Nee. Wir sollen doch bestimmt einen Köder basteln. Da war eine Spinne. Was kann man denn hier machen? Den Baum fällen? Ich muss das Tier wegbekommen, ohne es dabei zu töten. Ja. Ich muss... Also ich komme an diesen Baum gar nicht erst ran, oder was? Hätte ja sein können, dass das dazu dient, irgendwie. Ich muss... Was wollt ihr denn hier von mir? Kann ich hier das... Weiß ich nicht. Ich meine, unser Feuer und so, das haben wir auch noch alles. Es ist ja nicht weg. Da kann man ja immer wieder hin. Aber wozu? Was ist da los? Es hört sich an, als wäre ein Tier in Not. Oha, was ist denn hier los in der Ecke? Oh. Ziegelsteinform. Kaputt. Kaputt, kaputt. Das geht ja gar nicht. Oh, eine schöne Windmühle. Und da sitzt ein Affe. Aha. Oh, was haben wir hier? Pinienkerne, ganz viele. Okay, sammeln wir die mal ein. Ich weiß nicht, wie viele wir davon brauchen irgendwann. Diese Ranken könnte ich noch brauchen. Wenn ich sie oben abschneiden kann, damit sie lang genug sind. Oben? Diese ja, Ranken könnte... aber kannst du das von hier unten? Wahrscheinlich nicht, ne? Es muss etwas Besseres... Das ist ja doof. Mit der Angel irgendwas machen? Nee. Lass doch einfach ein Äffchen da hochklettern und der soll das abschneiden. Ja, ist gut. Hier, was ist denn los hier? Ja, ich... Ein Ahornbaum. Oh. Hier kann man trinken, aber... Wenn du das noch mehr reinhaust... Oder was ist das Problem? Das, oder willst du das abnehmen? Aha. Ich brauche einen Behälter. Den ich nicht habe. Kannst du das nehmen? Ich brauche... Was können wir denn als Behälter mal nehmen? Ach, unsere Kokosnuss ist ja irgendwie weg. Mal Auto hier. Das hier vielleicht. Ich brauche... Vielleicht können wir da irgendwas auch mal mit kombinieren. Behälter, Behälter. Ich habe keinen Behälter. Ich brauche einen Behälter. Und wenn du dir einfach nochmal so eine Kokosnuss holst? Ich brauche einen Behälter. Ja, das habe ich verstanden. Ich probiere einfach nur mal durch, weil ich gar nicht weiß, was ich mit diesem Ding machen könnte, mit dieser Form. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da einen Ziegelstein bauen sollen, aber man weiß ja nie. So,
sind wir hier schön. Es sieht sehr schön aus, muss ich sagen. Echt toll, aber auch nicht einfach. Man kann so viel übersehen. Und das tue ich ja gerne mal. Weil ich gebe mir Mühe. Einfach mal was trinken, ne? Ach, ist auch keine schlechte Idee. Wie? Richtig schwimmen gehen? Oh, sie geht schwimmen. Da ist eine sanfte Strömung, die mich in Richtung Ufer treibt. Wie jetzt? Bin ich jetzt woanders? Nö, ich bin doch genauso da, wo ich vorher war, oder? Kannst du da... Ich brauche einen Behälter, um Wasser zu sammeln. Aha. Wie geht's ihr jetzt? So, weiß man das? Weil das war jetzt total toll, dass sie da jetzt schwimmen gegangen ist mit so einer Sirenenmusik. Aber ich habe immer noch keinen Behälter. Das ist echt... Kriege ich einen Behälter her? Und ist das ein Vulkan? Wir sind auf irgendeiner Vulkaninsel oder so? Nehme ich einfach mal an. Wie komme ich hier da? Behälter, Behälter, Behälter. Tja. Was ist mit unserem Freund hier? Auch egal. Behälter. Und diese kreischenden Affen hier. Ah, es ist nur eine Vogelscheuche. Ich hab mich erschrocken. Gefundene Gegenstände. Auto. Was war das jetzt? Schmutziger Stoff. Ist alles schmutziger Stoff? Können wir das irgendwie zerschneiden und uns was schneidern? Nein? Hm. Ach, erschreckt mich doch nicht so. Aber die können wir doch zerschneiden. Das sind Orangen, hallo? Wie jetzt? Orange. Ist sie doch einfach. Komisch. Kannst du die nicht aufmachen? Hä? Okay. Wir können die Orangen nicht einfach essen. Das wäre ja viel zu kompliziert. Dann können wir uns hier noch was abschnibbeln. Natürlich nicht damit, sondern damit mal wieder. Weizenkeime. Aha. Das ist ja interessant. Können wir dann irgendwie was anbauen hier? Machen wir jetzt so einen auf Ackerbau? Oder wie? Hey, ich werde bombardiert. Was? Diese Affen werfen Steine nach mir. Zum Glück bin ich außer Reichweite. Was ist mit den Affen denn los? Geh da einfach. Wenn ich da lang gehe, werden sie mich mit den Steinen treffen. Ich muss diese Affen loswerden, aber ohne sie zu töten. Wie jetzt? Wie? Aber dir geht's noch gut? Oder wenn ich jetzt hier länger stehe, nicht? Oder? Was soll ich denn machen? Kann ich die zurückbewerfen? Mit Orangen? Was sind das für Affen? Kann ich hier irgendwas machen? Nee. Was soll ich denn machen? Nee. Dann gehe ich jetzt hier einfach wieder, oder? Wenn ich da lang, ich muss diese Affen loswerden. Ich habe keine Ahnung, wie ich die loswerden soll. Warte, da war noch eine Zitrone. Was ist das? Wieso habe ich jetzt auf einmal ein Bambusstück? Das ist ja toll. Noch eins. Aber das passt nicht mehr rein. Wie, muss ich jetzt Sachen loswerden? Geht das denn überhaupt? Ja, montiert. Hier können Sie montierte Gegenstände in ihre Einzelteile zerlegen. Kann ich das jetzt da einfach reintun? Oder... Also das geht schon mal alles nicht. Diese ganzen Stoffe und was weiß ich nicht was. Ja, und dann haben wir hier auch noch so Halme. Das ist super. Ich kann hier ganz viele Bambusstöcker nehmen und Holundermark. Hier ist eine Raubkatze langgekommen. Ziemlich große Abdrücke.
Der will dich lieber nicht begegnen. Das ist voll schreckhaft, das Spiel. Echt? Was ich... Davon habe ich. Einen Abdruck genommen? Davon... Ist ja interessant. Mit meinem Messer hier kann ich alles Mögliche abzupfen, merke ich gerade. Ja, nimm alles mit. Hau rein. Haben wir alles? Gut. Gehe ich wieder zurück. Blöden Schweine da hinten. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit denen machen kann. Ach ja, ich wollte meine Zitrone einsammeln. Hier. Zitrone. So. Geh wieder zurück, weil, hier die Schlange. Vielleicht kann ich ja mit diesem Bambuskram was machen. Ich habe jetzt so viel Kram, dass ich mich frage, wie ich das jetzt mache, um die Sachen hier reinzukriegen. Und finde das doof, dass sie die Orange nicht einfach isst. Aber anscheinend hat sie auch gerade keinen Hunger. Oder ich weiß es nicht. Bin verwirrt. Diese schweflige Wasser... Was damit erhitzen? Die Hitze lässt den Bambus explodieren. Ja, das... Ist die Schlange weg dadurch, oder? Diese Schwebe... Der Bambus ist explodiert. Alles klar. Da ist unsere Zitrone. Also der Bambus explodiert... Da kann man sich doch irgendwie... Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht kann man irgendwie den Bambus mitnehmen und damit die Affen verjagen, weil das dann halt explodiert und... keine Ahnung. Lexikon nicht verfügbar. Kann man denn hier irgendwas... Der Akku ist zu schwach für einen Anruf. Ich kann kein SOS schicken. War denn hier sonst noch irgendwas am Start hier gerade? Nö. Telefon. In Ruinen verstecken sich Affen, die mich mit Steinen bewerfen und mir so den Weg versperren. Aber ich werde eine Methode finden, sie von dort wegzubekommen. Ja. Mit unserem tollen Bambus. Kann ich denn nicht Sachen einfach mal ablegen? Wie kann ich die denn ablegen? Für meinen besten Freund. Ich krieg also noch einen Freund. Oh, was habe ich gemacht? Was? Silbermünzen mit Zitronen? Was soll das denn ergeben? Hä? Willst du auch noch eine Orange? Oder was anderes? Algen? Na nö. Jetzt bin ich verwirrt, was das ergeben soll. Und das hat alles die Plätze belegt. Wie kann ich denn was loswerden? Das irritiert mich. So, ich habe hier Bambus kleine Triebe. Kann ich vielleicht diese Triebe nehmen für hier? Die Spinne, es ist so eklig hier, diese Spinne. Bambus, kleine Triebe. Kannst du irgendwas mit dieser Quelle machen, das hier waschen zum Beispiel? Aber das Zeug waschen könnten wir da hinten machen, wo wir schwimmen gegangen sind vielleicht. Das wäre ja auch eine Idee. Und was ist mit diesem Kadaver hier? Und den, die können wir bestimmt nur einsammeln, wenn wir Behälter hätten. Zum Beispiel das Ding hier. Aber das geht ja nicht. Man hat sich das schon wieder erledigt. Wo bin ich denn jetzt schwimmen gegangen? Ach, hier komme ich ja her. So ein Quatsch. Geh mal weiter. Die blöden Affen. War das hier? Nee. Das war dieser, wo man Bambus pflücken kann, Weg. Da kaputt. Ja, kaputt. Vielleicht kann man sich da ja tatsächlich mit dem Ziegelstein hinterher noch was bauen oder so. Ich habe keine Ahnung.
Wäsche, genau. Hier bin ich schwimmen gegangen. Kann ich die Sachen waschen? Jawohl, kann ich sogar. Dann mache ich das mal. So, ich habe das alles gewaschen. Das ist toll, aber was mache ich jetzt damit? Jetzt geh doch wieder zurück hier. Ich will das nicht im Inventar haben. Jetzt kriege ich das nicht los, oder was? Ich habe jetzt sauberer Stoff. Baumwollstoff gut als Verband zu wenden. Wird er versenkt, kann er beim Feuer machen als Ersatz für Zunderschwämme oder Flechten benutzt werden. Wie? Flechten. Wir hatten mal eine Flechte, aber ich kann das jetzt einfach verbrennen? Oder was mache ich damit jetzt? Ich will das Ding ja loswerden, damit ich was anderes im Inventar habe, weil das ist echt total blöd. Und dann haben wir ja noch dieses Ding hier. Ja, ich will es halt loswerden. Das ist die Scheiße. Da, die doofen Affen. Hier geht's wieder zurück. Da ist unsere Quelle. Hier über den Hügel und... Nee. Oh, verwirrend hier. Wo ist unser Weg zurück? Da. Hä? Nee, auch nicht. Ja. Hier? Nee. Ich will wieder ganz zurück. Wie komme ich denn nochmal zurück? Das war doch über den Hügel hier, oder nicht? Ja. Ich will mal zurückgehen. Zu unserer... Oh, unser Feuer ist aus. Nö. Das macht sie dann wieder an, von allein. Was habe ich bekommen? Versenkter Stoff. Tatsächlich. Aber jetzt habe ich das... Ja, jetzt habe ich es wieder in die Hand genommen. Scheiße! Ich kann vielleicht ja noch an... Ich kann das immer nicht tauschen. Ist das blöd. Probier mal alles auf. Geht sogar. Jawohl. Linse mit versenktem Stoff. Was soll denn das werden? Was soll das werden? Dann haben wir noch unser Korbgeflecht. Das wäre doch eine Möglichkeit, das zu kombinieren miteinander, oder? Korbgeflecht. Ich soll die im Inventar... Also ich muss hier eigentlich ganz viel kombinieren können, weil ich habe so viel Kram mittlerweile. Linse und versenkter Stoff. Was soll das denn ergeben? Mit dem Korbkram? Kannst du dir damit was basteln? Ich bin mir nicht sicher, was das hier werden soll. Nee, Quatsch, eine Angel. Das Ding? Was steht denn hier beim Bambus? Sie haben ein Handkorbgeflecht. Dünne, leichte und sehr robuste Triebe vom Baumstoff einer Weide. Keine Information. Ich weiß nicht, was das hier unten werden soll, was ich mir hier gebastelt habe. Vielleicht gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten. Korbgeflecht mit den Stacheln. Bräuchte ich ja eigentlich nur so einen Untersetzer, würde ich jetzt sagen, aber die Ideen sind für mich halt so fremd. Ich weiß immer nicht. Korbgeflecht, Stacheln, also ich, das könnte ja auch ein... Ja, ein Korb werden. Brauchen wir sowas hier? Oder sowas? Will sie aber alles nicht. Den Stoff? Einfach das nochmal bearbeiten? Nee. Was möchtest du dazu haben? Ich weiß es nicht. Weidenrinde? Vielleicht? Auch nicht.
unsere ganzen komischen Sachen, die wir hier machen. Ist echt lustig eigentlich, aber ich steig noch nicht dahinter. Ton. Mit dem Ton vielleicht das andere hier. Und das. Irgendwas dabei, was daraus werden könnte. Hm. Ton, 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 Ton. Bearbeite den Ton. Klar, den Ton. Jetzt haben wir Ziegelsteine, alles klar. Können wir daraus jetzt diese Treppe bauen? Ich habe keine Ahnung. Holundermark. Ich weiß nicht, ich... Hä? Alles, was ich mir so denke, funktioniert nicht. Ich kann mir vorstellen, dass aus diesen Steinen, dass wir da nochmal an diese Mauer sollen. Aber ich bin mir da nicht so sicher, weil hier sowieso alles anders ist, als ich es mir denke. Ja. Und die Zitronen mit den Münzen, ich weiß auch nicht, vielleicht so. Ich weiß es nicht, echt. Ist mir zu hoch. Ich schaue einfach mal im nächsten Part, was ich hier veranstalten kann weiter und hab jetzt, was habe ich noch? Das kannst du doch bestimmt irgendwie bearbeiten, habe ich mir gedacht. So, jetzt habe ich so ein Palmenastteil. Eigentlich wollte ich nicht das Messer da drin haben. Bambus. Komm, damit kann man doch so schöne Sachen machen. Zum Beispiel diesen Flechtkorb. Trotzdem packe ich es hier überall rein. Du willst es aber nicht, ne? Mann, Mann, Mann. Alles, was ich ausprobiere, funktioniert nicht. Was könnte ich denn mit dem Bambus jetzt anfangen? Also jetzt habe ich das wieder in der Hand. Das ist doch blöd. Es gibt so viele Möglichkeiten hier. Finde ich echt krass. Boah. Sie haben in der Hand unfertiger Bogen. Es fehlt noch eine starke und dehnbare Sehne. Vielleicht sollte ich das mal lesen. Bitteschön, deine Sehne. Ja, klar. Habe ich einen Bogen. Wie geil. Brauchen wir aber noch einen Pfeil, oder? Können wir uns den denn mal basteln? Was soll das hier werden? Ah, die kann man auch wieder rausnehmen, die Sachen. Okay, klar. Es soll ja auch verschiedene Möglichkeiten geben, die man hier machen kann, aber... Das ist mit den Zitronen und dem Geld, habe ich echt noch keine Ahnung. Ein Pfeil. Dann könnte man natürlich die Affen auch angreifen und die Schlange. Aber sie hat gesagt, sie will sie nicht töten. Das irritiert mich jetzt. Und dann probiere ich das nochmal mit dem Ziegelstein das nächste Mal. Alles hochinteressant hier. Ja. Wir sehen uns im nächsten Part von Return to Mysterious Island. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.